Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind hier in eine Eclipse-Basis eingedrungen, in der angeblich ein Cerberus-Agent gefangen gehalten wurde. Leider haben wir inzwischen mittels Sicherheitslogs rausgefunden, dass der Agent nicht mehr lebt. Aber wir können immer noch versuchen, die Daten sicherzustellen, die Eclipse von ihm gehalten hat. Und was wir dann mit diesen Daten machen, das muss ich mir noch überlegen. Ich habe eigentlich keine Lust darauf, die Cerberus zukommen zu lassen. Vielleicht können wir die ja anderweitig nutzen. Ich denke mal, das ist Agent Rawlings hier. Gibt es hier irgendwas außer der Computerkonsole? Nein. Ist dann die Mission schon vorbei? Das ging ja schnell. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Deswegen denke ich mal, wir behalten die einfach für uns selber. Daten erhalten. Damit wir was gegen Cerberus in der Hand haben. Alternativ hätten wir sie natürlich auch der Allianz übermitteln können. Wo ich halt auf gar keinen Fall bereit zu war, ist die Daten Cerberus zu übermitteln, weil alles, was wir gegen Cerberus in der Hand haben, kann uns später noch hilfreich sein, weil ich traue der Bande nicht und Shepard traut der Bande auch nicht. Und je mehr Informationen wir dann haben, desto besser für uns. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass diese Quest tatsächlich nur noch anderthalb Minuten geht, dann hätte ich die natürlich noch in die letzte Folge mit reingepackt. Das ist jetzt doof. Naja, kann man nicht wissen, steckt man nicht drin. Hinterher ist man immer schlauer. So, gibt das ein paar abtrünnigen Punkte? Wenigstens? Nein, gar nichts? Das ist, schade. Echt schade. Commander, gut, wir gehen mal Sie kurz haben zu Joker. Auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Und dann haben wir wohl auf unserem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Da können wir dann auch mal reinschauen. Alter, wie der läuft. Das ist echt furchtbar. Ganz furchtbar. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das Ding will mich wegen eines Witzes feuern. Okay, ich habe gesagt, ich würde den VI-Kern einschmelzen. Aber das war nicht ernst gemeint. Und dass wir nur ein paar Systeme verlieren würden, die allzu vorwitzigen. Ich möchte festhalten, dass ich zu Veränderungen am Menschenmaterial nicht autorisiert bin. Warum belästigen Sie mich dann ständig? Meine Antworten sollten Sie provozieren, ohne echte Bedrängnis auszulösen. Ihre Reaktionen sind gemessen an den meisten anderen Menschen untypisch. Sie sind interessant. Edi, haben Sie ihn absichtlich aufgestachelt? Welcher Teil Ihrer Programmierung ist denn dafür zuständig? Meine Beschränkungen enthalten keinerlei Verbot von aktiven Beobachtungstechniken. Mr. Moreaus Leistung hat sich unter Stress sogar verbessert. Ich hätte nie gedacht, dass die angekündigten Overlords dermaßen nervtötend sein würden. Mir reicht's. Ich bin fertig. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Said ist wie Sie, nimmt dafür aber Schecks. Solange es nicht um mein Geld geht, ist alles in Ordnung. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. So, haben wir auch mal seine Meinung über Said gehört. Wir müssen uns seine Meinung über Kasumi, Mordin und Garrus natürlich bei Gelegenheit nochmal holen, wenn es sich denn ergibt. So, was machen wir jetzt? Erstmal die private Nachricht lesen. Daten des Agenten abgelegt von Edie. Ich habe mit der Dechiffrierung der Daten begonnen, die sie von der Eclipse-Basis auf Lorik mitgebracht haben. Erste Resultate zeigen, dass es dabei um illegale Geschäfte geht, in die Cerberus in den letzten 5 Jahren verwickelt war. Sollte das bekannt werden, wird es für Cerberus mit Sicherheit schwierig, weiterhin offen in der Galaxie zu operieren. Offen? Die vollständige Dechiffrierung würde 1 Jahr oder sogar länger dauern. Daten zur Atmosphäre erhalten von Projekt Feuergänger. Commander, ein überaus fähiges Team analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die Geth-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraformens für künftige Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovationen auf dem Gebiet der Kommunikation und wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung des atmosphärischen Rauschens zu entwickeln.
Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Das ist schade. Ich will überlegen, die eine Mission machen wir noch. Und dann gehen wir unsere Fische füttern, in der Hoffnung, dass die nicht schon tot sind, sonst müssen wir es halt nochmal neu kaufen. So, zum Massenportal bitte. Ich habe mir gedacht, wir machen noch einen Feuergänger. Und dann... wenn wir die Mission dann fertig haben, werde ich offscreen erstmal hier die Systeme wieder komplett aufklären. Und in der nächsten Folge starten wir dann mit Kazumis Auftrag. Ich muss sagen, das Reisen zwischen den Systemen, das geht ja wesentlich schneller, ne? Wir können mal kurz gucken, ob es hier vielleicht irgendwo eine Anomalie gibt. Hier schon mal nicht. Was ich jetzt nicht machen werde, ist... wollte ich eigentlich nicht, aber na gut. Was ich erstmal nicht machen werde, ist hier irgendwelche Mineralien farmen. Das würde ich, wenn, dann natürlich offscreen machen. So, Sentry und Ver. Und Schwarzschild gibt es da unten auch noch. Gut, aber die Systeme, die hake ich dann offscreen ab. Wenn es da irgendwas Interessantes zu entdecken gibt, dann zeige ich euch das natürlich in einer der kommenden Folgen. Hier natürlich auch erst wieder die Planeten anfliegen. Der ist sogar niedrig, Igitt. Die nichts mit unserer Quest zu tun haben. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Oh, 25 Sonden haben wir noch. Das ist echt blöd gelaufen, ne? So, hier gibt's. Oh, das ist natürlich Scannerdichte hoch. Aber egal erstmal. Wir kümmern uns erstmal um diese Anomalie hier. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Scans haben Anlagen geortet, die zu den Beschreibungen von Dr. Cases Beobachtungsstationen passen. Eine Erkundung könnte möglicherweise wertvolle Missionsdaten liefern. Warnung, Geth-Präsenz auf der Planetenoberfläche geortet. Seien Sie extrem vorsichtig. Ja, vorher will ich nochmal kurz ins Tagebuch gucken, den entsprechenden Text dazu. Das müsste die Vulkanstation sein, ne? Nach Karumto fliegen. Nach Korang fliegen. Versystem, Hawking Eta. Ne, das hier ist die Mission. Den Daten zufolge hat Dr. Case auf dem Planeten Korang Tests an Artefakten von der dortigen Oberfläche durchgeführt. Könnte Cerberus die dabei gesammelten Informationen beschaffen, ließe sich vielleicht der letzte bekannte Aufenthaltsort von Dr. Case ermitteln. Na dann, auf geht's. Firewalk with me. Kennt ihr das? Firewalk with me? Das ist der Film oder beziehungsweise das Prequel zu der Serie Twin Peaks. Ist auch eine schöne Serie. Quasi der Vorgänger von Akte X. Falls ihr Deadly Premonition geguckt habt auf dem Kanal, das Projekt. Deadly Premonition ist im Großen und Ganzen Twin Peaks das Spiel. Also das von der Grundprämisse her so ein ländliches Dörfchen, total skurrile Charaktere und ein FBI-Agent, der da hinkommt, um einen Mord aufzuklären. Das ist Twin Peaks. Muss ich auch mal zu Ende gucken, die Serie. So, wir nehmen mal wieder ihr klassisches Outfit hier. Obwohl, warum eigentlich? Das andere Outfit passt für Außenmissionen viel besser. Ja, wir schalten durch die Loyalitätsmissionen nach und nach noch weitere Bonuskräfte auch für Shepard frei. Im Moment haben wir ja nur Saids Inferno-Granate. Da werde ich bei Gelegenheit nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch eine schönere Kraft finden. Die mir mehr zusagt. Ach du Scheiße. Ein Geth-Koloss. Scanne nach Missionszielen. Missionsziele geordnet.
Habe ich echt nur die Raketen? Okay, was mir gerade gar nicht gefällt, ist dieses Alarmsignal. Habe ich denn irgendwo eine Lebensanzeige? Nee, ne? Aber wenigstens dürfen wir mit dem Hammer mal kämpfen jetzt. Das ist doch auch schon schön. Mal ein bisschen Gas geben hier. Wow! Gleich wieder zurück. Können wir das irgendwie abfangen? Ist schon weg. So, Geth-Koloss. Die sind in diesem Spiel wesentlich gefährlicher als im ersten Teil. Ich meine zumindest, dass es die Geth-Kolosse waren. Oder gibt es da noch eine größere Klasse? Weil ich weiß, dass wir später noch eine Mission haben, wo so ein Ding dann auch der Bossgegner ist. Und wirklich als Boss auch gehandhabt wird. Und nicht nur als Zwischengegner. Und das war knapp. Hi. Daneben. Sackgesicht. So, gleich mal die Daten sammeln hier. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. 1 von 5 Artefakten erhalten. Wo geht's weiter? Da unten sind Geth drin. Kann ich aussteigen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Die Hammer-Missionen sind halt Hammer-Missionen. Das Aussteigen kommt dann im Overlord-DLC. Große freie Flächen machen mich nervös. Ich finde das schon ein bisschen Overkill, mit Raketen auf diese kleinen Geth Trooper zu schießen, aber na gut. Oh. Hier müssen wir wieder hüpfen. Wieder ein Geth-Koloss. Jetzt treffen wir ihn. Das war ja ein Kampf, ey. So, ich sehe hier drüben Daten. Oder hier so ein Pad auf jeden Fall. Okay, oh, das ist heftig hier. Nein, 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 nein! Fahren Sie das Fahrzeug bitte von der Sache weg. Alter! Alter, wie soll man denn das machen? Hindernis geortet. Boah. So, das war aber wirklich nur Platin. Das war für die Quest nicht weiter relevant. So, hier müssen wir ein paar Geth-Wüster zerlegen. Ich vermisse die Geth so ein bisschen als Gegner. Das kommt alles noch. Die Geth waren unser Hauptfeind in Mass Effect 1. Jetzt haben wir einen neuen Feind, weil Sarens Geth besiegt worden sind. Aber da kriegen wir später auch noch mehr Hintergrundinformationen dazu. Finden da noch einiges raus darüber, was das eigentlich für Geth waren, die Saren da unterstützt haben. Da steckt sich doch auch was, oder? Nee. Sah nur so aus. Aber hier rauf. Moin! Ich soll hier was abholen. Ein Paket für Cerberus. Hallo? Jemand da? Ups.
Das, da kann ich dann rüber, ne? Das sah so komisch aus eben, der Boden. Nicht, dass ich mich da selbst verschrotte. Okay, was hier los? So, das ist jetzt aber das Ding, wo wir jetzt hier auch lang gekommen werden, ne? Ja. Okay, da oben geht es dann weiter. Wieso sind hier keine Geth? Das macht mir gerade etwas nervös. Was ist da drin? Gar nichts. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo was zum Einsammeln ist. Außer den Artefakten, meine ich. Weil Ressourcen kann man ja immer gebrauchen. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Je mehr Ressourcen ich während der Mission einsammle, desto weniger musste ich nach Mineralien scannen. Geronimo! Flump. Auf geht's. Allons-y! Flump. Allons-y! Links oder rechts? Ich gehe erstmal nach links, weil da rechts ist ein Artefakt. Dieses dämliche Landungsschiff, mal. Hops. Ich komme ja schon. Alter! Das ist ferngesteuert? Das ist natürlich fies. Muss man ja echt immer in Bewegung bleiben, wa? So. Kolosse schon mal down. Die Geth haben definitiv upgegradet seit dem letzten Spiel. Heftig. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. So, ich kann jetzt da hoch, aber... Geronimo! Ich kann auch hier hinter. Ich kann nicht hier hinter. Oh! Boah! Das dürft ihr mit mir nicht machen, ey. Dann fahre ich doch da oben lang. Jips und jo. Nix ist hier mit Raketen, sondern ich glaube, ihr spinnt. Alter, sind meine Raketen zielgesteuert? Wie fies ist denn das bitte? Das finde ich jetzt aber nicht gut. So, jetzt nehmen wir nochmal Anlauf. Und... Alonso, allons-y! Ups! Haha! War doch klar, dass hier irgendwo nochmal was versteckt ist. Da hinten ist das letzte Artefakt. So, wären wir denn von da unten da überhaupt hingekommen? Oder ist da vielleicht nochmal irgendwo ein Ressourcenfeld zum Einsammeln? Muss ja mal gucken, ne? Anscheinend nicht. So, was müssen wir jetzt? Hier ist wieder ein Koloss. Boah, es sind zwei Kolosse diesmal. Ah, der hat uns getroffen. Zerleg ihn doch. Oh, ich muss hier weg. Boah, ich muss weg. Ich muss mich erstmal regenerieren.
kann ja von hier auf die Gäste schießen. Das funktioniert ja ganz gut. Alter Falter, das war knapp. Und ein Geth Prime auch. Den habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war so auf die Kolosse fixiert. Halt. Wo ich das einsammle, ist hier hinten um die Ecke noch was. Ha! Erwischt. Hindernis geortet. Platin. Sehr schön. So, und dann das letzte Artefakt und dann sind wir hier auch fertig. So, darf ich die Mission jetzt beenden? Darf ich. Ganz schnell weg hier. Bloß weg, das reicht mir. Wenn die Normen nicht herunterfliegen kann, hätten die uns dann nicht mit den Geth ein bisschen unterstützen können? Das Landungsschiff abschießen oder sowas? Mann. Oh. Jo, Leute. Das war Mass Effect für heute. Ich werde jetzt offscreen die Systeme abklappern und nach Anomalien suchen, vielleicht ein paar Mineralien farmen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns daran machen, Kazumi mit ihrer Greybox zu helfen. Bis dann. Dauer der Kämpfe. Die Länge und die Intensität von Kämpfen ist hauptsächlich von der Hitzeentwicklung abhängig. Durch das Abfeuern der Waffen, das Ausführen von Navigationsmanövern und den Einsatz der elektronischen Bordsysteme produzieren die Schiffe riesige Mengen Hitze. Während der Kämpfe produzieren die Kriegsschiffe mehr Hitze, als sie ableiten können. Die Hitze innerhalb des Schiffes kann so zu einer ernsten Gefahr für die Crew werden. Deswegen muss ein Kampfschiff den Kampf gewinnen oder sich rechtzeitig in ULG zurückziehen, bevor diese Hitzewerte tödlich werden. Nach einem ULG-Flug muss ein Schiff seinen Flug stoppen, alle nicht lebenswichtigen Systeme abschalten und die Hitzeabstrahlungssysteme aktivieren. Die Länge eines Kampfes ist abhängig von der Bauweise des Schiffes und dem Ort der Raumschlacht. Kämpfe in der tiefen Kälte des interstellaren Raumes können etwas länger dauern. Kämpfe in der Nähe eines Sterns dagegen sind nur von kurzer Dauer. Kämpfe um bewohnbare Welten, die sich normalerweise in der Nähe eines Sterns befinden, werden besonders wild geführt.